Hallihallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Shin Megami Tensei 5. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, ne? Beim letzten Mal wurden wir von so einer Geheimdienstbotschaft hier, die für die Dämonen arbeitet, beziehungsweise gegen die Dämonen arbeitet, irgendwas mit Beffe jedenfalls, rekrutiert. Jetzt sind wir wieder in unserer Welt und jetzt sind wir wieder in der beschissenen Schule. Ich will zurück in die Dämonenwelt. Ja, die reden wahrscheinlich jetzt hauptsächlich über Schulthemen wie Mobbing, wann kommt die nächste Klassenarbeit. Hallo, du warst Yuzuru's Schwester, richtig? Okay. Ja, das ist nicht nur ein Gerücht. Ich weiß nur nicht, wo du es aufgeschnappt hast. Okay, die regt sich über Sport auf. Ich will mal hier ein bisschen erkunden. Ich kann hier nicht durch. Oh, ich kann mit der Schwester nochmal reden. Ja, wir bleiben Freunde. Weiß sie eigentlich über das, was ihr Bruder macht? Okay, du hattest einen komischen Traum. Ein Prinz war auf der Suche nach dir. Du hast komische Träume? Okay, jetzt habe ich sämtliche Gespräche mit dir abgehakt. Willst du irgendwas sagen, Dasei? Nee, Ichiro. Ichiro Dasei war's. Ja, ist schon eine Sache, ne? Got this big lecture about how this demon summoning stuff works. Okay. And the Bethel guys even said I've got this natural talent for it. Can you believe that? I'm a demon summoner. Schön für dich. I can protect people. Like a real hero. So, I'm gonna give this all I got. Vielleicht solltest du nicht in der Öffentlichkeit so stark darüber reden. See ya. Am Ende hält man dich für verrückt. Oh, die spricht mich beim Nachnamen an. Ich bin im dritten Jahrgang, also ist meins im ersten Stock. Direkt neben der Treppe, okay. Mein Gott, ist das hier groß. Kann ich jetzt einfach hier beispielsweise rein? Könnte ich hier auch noch irgendwas finden oder kann ich jetzt wirklich einfach nur erkunden? Kann ich den Feueralarm drücken? Nö. Schade, ich darf nicht lustig sein. Und da vorne ist, glaube ich, wieder so eine Blockade. Also, hier lang. Ich kann übrigens nicht jede Tür öffnen. Ich wette, die eine Frau da, die lässt sich auf irgendeinen Deal mit einem Dämonen ein und wird selber zu einem. Beziehungsweise so ähnlich wie ich und Aogami. Alter Schwede. Wie groß ist denn das? Also hier wollen wenigstens nicht so viele mit mir reden. Okay, der redet über eine Elite-Schule. Mädel, geht's dir gut? Gerade eben war es ganz schlimm für dich. What? Ja, den besten Tipp, den ich habe, wie ihr so jemanden unterstützen könnt, wenn ihr schon seht, dass irgendwer gehänselt wird, dann setzt euch für den ein. Guckt nicht einfach nur zu oder hilft nicht den Penner mit, diese Person zu hänseln. Am besten sogar jemanden suchen, der mit euch für diese Person einsteht, davor stellen und dann auch hier den Tag ansagen. Den kann man nicht mit Worten meistens beikommen. Das sind Momente, da könnt ihr leider meistens nur mit Gewalt durch. Auch wenn Gewalt eigentlich keine Lösung ist, bei Mobbern, die werden auf Worte nicht hören. Das ist meine Botschaft da. Und ich bin ganz ehrlich, ich hasse Mobber. Die gehören in den Arsch getreten. All rise.
Good morning, sir. Im Schulanime. Der Hauptcharakter sitzt am Fenster und starrt nur heraus. All rise. Thank you, sir. So. Hier sind zwei Leute, mit denen ich reden kann. Ja, ich bin mit Tao befreundet. Tao wahrscheinlich, ne? Ach so, du meinst, den da sei. Hi, Tao. Talk to you about something? Not right now, just when you've got time. Klar. Thanks. But ich bin für alles offen. Ah, dann geht's um Bethel. Oh, you know. Offenbar. Was könnte dieses Hobby nur sein? Erstmal gucken. Okay, hier will keiner mit mir labern. Also nach unten. Ja, das ist auch etwas, was man so kritisieren kann. Dass alle nur noch so an dem Smartphones hängen. Die kriegen schon gar nichts mehr von außen mit und es ist ein Wunder, dass die nicht überfahren werden. Alles in Ordnung? Ich persönlich würde dazwischen gehen und hier den beiden Frauen, die dir was angehängt haben, den Dachern sagen. Ich frage lieber, wer war das? Oh, Itsukishima? She was hurt, so I just wanted to help a little. Du machst es schon mal richtig. Look, do you know how Itsukishima's been getting these injuries? Sie wird gemobbt. I don't know how to say this, but those bruises couldn't all be accidents. I wish I could help. I hope she's okay. Das meine ich. Es wird einfach viel zu wenig getan in Sachen Mobbing. Viel zu wenig. Ich finde, dass allein die Strafen für sowas massiv erhöht werden müssten. Weil das kann einen psychisch allein schon zerstören, wenn man gemobbt wird. Nicht mal auszudenken hier von den physischen Folgen. Wenn das halt auch, wie hier jetzt der Fall ist, mit Prügeln zusammenhängt. Ja, warum sind die Wohnheime bloß so weit weg? You know what? Okay, die redet über Okkultes. Die regt sich immer noch über Sport auf. So, was möchtest du? Ja. Im Übrigen, lasst euch nicht einreden, hier Mobbing wäre nur dann, wenn komplett alle auf eine Person gehen. Das ist absoluter Quatsch. Man kann von einer einzelnen oder auch von zwei Personen gemobbt werden. Auch wenn in einer Klasse zwei Personen einen nur mobben, es ist Mobbing, wenn es einen so massiv vernichtet. Ich habe das nämlich schon so oft in meinem Leben hören müssen. Das ist kein Mobbing wäre dann. He picked it up fast and Bethel certainly isn't complaining. I just don't know if it was right. He was an ordinary student with an ordinary life and now I've drawn him into this conflict. He's a soldier in this war now. I chose to fight of my own volition. Da sei wir doch auch von sich aus. You into this as well. If I'd been more capable, more powerful, auch ich habe damit kein Problem.
I'll have to do my part on the front lines. Especially now that we have new power on our side. Let's both keep at it. We'll make sure Tokyo stays. Wie gesagt, um auf das Thema zurückzukommen, weil das ist jetzt hier auch im Spiel gerade irgendwie so ein Hauptthema. Lasst euch das echt nicht einreden, Leute. Das ist nur dann Mobbing wäre. Wenn ihr geprügelt werdet, dann geht zur Polizei, frisst das nicht in euch hinein. Scheißt darauf, ob man euch Petze nennt. Das ist absoluter Mumpitz, Angst davor zu haben, dann als Petze zu gelten. Ihr müsst das wirklich mal so aufwiegen. Seid ihr lieber eine Petze oder habt ihr lieber gebrochene Knochen? Weil ihr tagtäglich verprügelt werdet. Ich glaube, da muss ich dann nicht weiter drauf eingehen. Hey. Ich habe da jetzt dann alles zugesagt. Ja, weil sie verprügelt wird. Wie gesagt, das Erstbeste, was man machen kann, wenn man sieht, dass eine Person gemobbt wird, sich für diese Person einsetzen. Nicht irgendwie hier mitmobben, sondern wirklich sich für diese Person einsetzen. Ja, in den Tunnel kann ich wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ich kann ja mal reingehen. Ah ne, wenn ich jetzt durch den Tunnel gehe, dann komme ich hier vorne raus. Ah, hier sind jetzt diese Beffel-Soldaten, mit denen kann ich reden. Ich würde jetzt schon gern hier alles erkunden. Die Karte ist nämlich recht groß. Aber ich glaube, was ich hier hauptsächlich ansprechen würde, beziehungsweise belabern würde, wären diese Beffel-Soldaten. Aber gucken wir uns doch mal die Karte im Allgemeinen mal an. Du bist jetzt auch ein Beffel-Soldat, ne? Ne, einfach nur irgendein Mann in einem Anzug. Die Stadt ist sehr schön gemacht. Ich soll zum Wohnheim, ne? So, ich soll oben aufs Dach. Wenn ich das Mädchen treffe und die Möglichkeit habe, ihr irgendwie zu helfen, ich tue es. Irgendwie heute nur Filmsequenzen. Hey there. Thanks for coming. Oh, ich muss was auswählen. Geht es um Sahori? How'd you know? Yeah, I'm worried about her. Sahori's a friend. Well, my best friend, really. It's just... I think she's being bullied. Das ist nicht nur ein Glaube, sie wird's. Da kommt bestimmt noch eine Filmsequenz, deswegen mache ich jetzt nicht den Avatar wieder an. But she had to quit last year after a big accident. And that's when all this started. Wer ist dafür verantwortlich, das wissen wir. Aus welchem Grund? Too much for them. She just wanted to make sure we were the best team we could be. Ah, Menschen sind scheiße. You think there's anything also, I can do to help? Es gibt da wirklich so eine Prozentzahl, wie viel der Menschen heutzutage du in den Müll kippen kannst. Sei für sie da. Know, but she's been avoiding me. Still, das ist das Problem auch. Gemobbte sind sehr distanziert, die vertrauen dann keinem mehr. Hearing me out. I know things are crazy in Tokyo right now, but
That's also why we need to fix these human problems, too. I'm glad we got to talk. Okay, night. Okay, Filmsequenz, sie geht weiter. Hat jetzt wahrscheinlich mit Aogami zu tun. Compiling data on the Proto Fiend. Previously undiscovered data located. Analyzing. Analysis complete. Looks like we are picking up traces of our target. The corrupted areas have also been properly restored. Rebooting Aogami. Okay. Hat das Aogami jetzt irgendwie verändert oder einfach nur wiederhergestellt? Also seine Erinnerung. The blasphemous might of the Nahobino. I don't know where this power came from, but I trust you'll come to our aid, brother. Okay, wieder Schule. Oh, ein Anruf. Hey, are you there? I just got word from the director. Demons are showing up all over Tokyo. We've deployed people throughout the city. I've been tasked with guarding the school. Ich werde zu spät zum Unterricht kommen. It sounds like he wants you over at Jozoji Temple. It's vital to our defenses. Aogami's ready for action and on his way. Get over there as soon as you can. Okay. Ich werde mich in der nächsten Folge dann auf den Weg machen. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt ein Abo da lassen, Like da lassen, vielleicht auch ein Kommi. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.